Hallo und herzlich willkommen bei Joes Chaos Werkbank. Heute geht es um das Victorinox Mauser. Dieses Victorinox wurde in Lizenz von Mauser produziert. Der Produktionszeitraum war von 1984 bis 2001. Mauser war einer der ältesten international bekannten deutschen Waffenhersteller. Die haben sehr viel fürs Militär produziert. 2004 wurde der Militärwaffenbereich ausgesondert und von Rheinmetall übernommen. Mauser stellt jetzt immer noch Waffen her, hauptsächlich für den zivilen Bereich, und es handelt sich hauptsächlich um Jagdwaffen, beziehungsweise eigentlich eher Jagdgewehre. Gut, so viel dazu. Zurück zum Thema. Das Mauser basiert auf dem alten Bundeswehrmodell von Victorinox. Es sind beides 108er Modelle, das heißt, die Griffschalen haben 108 mm, also die Gesamtlänge im geschlossenen Zustand. Ja, und die Hauptwerkzeuge lassen sich in eine Richtung öffnen. Das ist dann halt der Unterschied zu den zivilen. Die lassen sich in beide Richtungen öffnen. Ein weiterer Unterschied zu den zivilen Modellen ist das Fehlen von Zahnstocher und Pinzette. Ich vergleiche jetzt mal das Bundeswehrmodell mit dem Mauser. Die Griffschalen sind bei beiden 108 mm, olivgrün und haben dieses Waffelmuster. Das finde ich wirklich genial. Das bietet wirklich viel Grip. Ein weiterer Unterschied ist, beim Bundeswehrmodell haben wir hier den Bundeswehradler. Beim Mausermodell ist der Mauser-Schriftzug. Bei beiden Modellen haben wir die große Klinge. Da ist die Länge 84 mm. Die effektive Schneidlänge sind 74 mm. Beide Modelle haben auch die bekannte Holzsäge. Die hat den Kapselheber und den Schraubendreher. Ein Unterschied ist, dass bei der Bundeswehr-Variante hier diese Feile ist. Manche sagen, es wäre eine Feile, manche sagen, es ist zum Streichholz anzünden. Ist auch egal, ich denke mal, es ist beides möglich. Das hat das Mauser-Modell nicht. Ich habe gelesen, dass in den späteren Produktionsreihen durchaus manche wohl auch diese Pfeile hatten. Die sind aber wohl eher selten, diese Modelle. Ja, und beide haben diesen Schutz für die Sägezahnung. Ja, gut. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir zum Hauptunterschied. Wie ihr seht, wir sind hier eigentlich durch mit den Hauptwerkzeugen beim Bundeswehrmodell. Das Mauser hat jetzt noch eine Hechtklinge, beziehungsweise eine Clip-Point-Klinge. Die hat dieselbe Länge. Die hat auch 84 mm und 73 mm effektive Schneide. Ja, ob man das jetzt braucht, es ist halt auf jeden Fall mit dran. Es ist eines der wenigen Modelle mit Hechtklinge. Bei der hinteren Ebene sind wir wieder baugleich. Wir haben eine Bohr-, Stech- und Nähale, beziehungsweise in diesem Fall eher eine, ja, Bohr- und Stechale. Das Nähauge fehlt. Man sieht das bei den zivilen Modellen. Die haben wir hier auch bei der Bundeswehr-Variante. Und beide Modelle haben diesen Korkenzieher, der ist auch bekannt. Ich habe bei meinem noch den Clip dran gebaut. Wen das interessiert, ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Was haben wir noch? Wie schon erwähnt, der Produktionszeitraum lag zwischen 1984 und 2001. Und es wurden von der Mauser-Serie 250.000 Stück hergestellt. Das geht aber noch bedeutend besser. Es gibt eine baugleiche Variante in Lizenz von Walter. Die hat schwarze Griffschalen. Übrigens laut Victorinox das einzige 108er Modell mit schwarzen Griffschalen. Da lag der Produktionszeitraum von 96 bis 97. Und es wurden nur 4.972 Stück davon produziert. Also wer das zu Hause hat, der hat dann wirklich was ganz, ganz Seltenes. Okay, ich wollte euch das Messer mal vorstellen. Jetzt folgen noch ein paar Detailaufnahmen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.